Dieses ist die Geschichte eines Traumes. Eines Traumes unserer beiden Freunde, hervorgerufen durch eine völlig unfreiwillige Lachgasnarkose. Die Geschichte beginnt mit einem leider sehr notwendigen Besuch unseres Freundes Stan Laurel beim Zahnarzt. Setz dich hin und stell dich doch nicht so albern an. Da drin hat aber jemand gestöhnt. Oh. Ich gehe. Du bleibst hier schön sitzen. Kommen Sie, Herr Doktor wartet schon. Sehr guter Arzt. Sie sind der Nächste. Oh. Lassen Sie uns allein. Wenn ich ihn im Stuhl habe, kommen Sie zurück. Komm. Es ist gar nichts dabei. Hier ein bequemer Stuhl, alles gut und weich gepolstert. Tja, da setzt man sich rein, völlig entspannt. Übernehmen Sie den Kerl, der macht mich ganz verrückt. Ich gebe ihm eine Äthernarkose. Die wirkt schnell und sicher. Vollkommen entspannt muss man sein. Absolut ruhig im Stuhl sitzen, dann tut es überhaupt nicht weh. Sieh mich doch an, Stanley. Bin ich vielleicht ängstlich? Bin ich nervös? Und das... Die Zange, bitte. Keine Kommentare, die Zange. Ja, aber ich... Halten Sie den Mund. Nichts dran. Dankeschön. Au revoir. Nein.
Nein, ich war's bestimmt nicht. Er war's. Nein. Nein. Die ganze Praxis. Alles steht unter Lachgas. Oh. Und nun träumen unsere Freunde einen amüsanten Traum. Vom Nachtleben der Weltstadt New York und vom Waldorf Astoria, dem exquisiten Luxushotel der oberen 10.000. Heute steht ein aufregendes gesellschaftliches Ereignis bevor. Der Besuch eines hochwohlgeborenen Sprosses aus einer der erlesensten Familien des alten Kontinents. Seine Hoheit. Oh! Aufstellung nehmen, beeilt euch! Tatsächlich, niemand anderer entsteigt der Staatslimousine als seine königliche Hoheit, Prinz Emil August Römisch II., aus dem Hause Knarz-Knarz, ältere Linie, samt seinem militärischen und diplomatischen Gefolge. Fürst! Komm! Der Prinz. Na, den Direktor bitte. Guten Abend. Darf ich Hoheit Untertänigs bitten, sich hier einzutragen? Eine kleine Formalität nur. Bitte schön. Schreiben Sie. Psst. Der Hut. Den Hut ab. Da. Wo schreibt ihr denn nicht ein? Königliche Hoheit, darf ich Sie im Namen unseres Hauses begrüßen? Passt da auf, jetzt ist schon wieder alles vollgeschmiert. Exzellenz, ich heiße Sie auf das herzlichste willkommen. Ah, Sie sind hier der Direktor. Dann liegen wir hier ja richtig. Bitte?
Hoheit werden sich hier sehr wohl fühlen. Internationaler Verband ausgebildeter Türsteher und Hausdiener. Sehr geehrte Herren, die Überbringer dieses Schreibens sind Ihr neuer Türsteher und der gewünschte Hausdiener. Die Herren sind die ersten Besten, die wir Ihnen in so kurzer Zeit beschaffen können. In der Tja, das... Nö. Boy! Eine Verwechslung. Boy! Schaff die beiden in die Personalabteilung. Bye, bye. Eine Schlamperei ist das hier. Was wollen Sie? Sind Sie der neue Gartenzwerg? Seine königliche Hoheit. Boys, Boys, Boys! Kümmern Sie sich um das königliche Gepäck. Halten Sie alle Türen frei. Willkommen. Darf ich Hoheit zu den königlichen Gemächern geleiten? Bitte schön. Eine Rede, Hoheit. Bitte, bitte eine Rede. Jawohl, jawohl. Ja, Prinz, reden Sie. Das Volk wartet darauf. Damen und Herren, freue mich hier zu sein. Kolossal alle versammelt zu sehen. Bibipura. Mein Gott, der Prinz. Seine Hose, sein Monokel. Wahnsinn! Den Vorhang hoch, den Fahrstuhl hoch, hoch! Prinz, leben Sie noch! Hoheit, ich bin beknirscht. Die Trottel! Das kostet Sie Kopf und Kragen! Das war ein unfreundlicher Akt! Kommen Sie! Er liegt schon wieder in der Schmiere. Wahnsinn! Hoch, 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 hoch! Im Zuge der Bergungsarbeiten begibt sich der geheime Staatssekretär persönlich zu seinem Herrn und Fürsten. Ich fordere totale Wiedergutmachung. Unterdessen nehmen unsere Freunde ihren verantwortungsvollen Dienst im Waldorf Astoria auf. Hm? Bitte? Sie hat gepfiffen. Unterlass das. Pfeife nur, wenn Gäste fahren wollen. Jetzt muss ich wieder um den ganzen Block rum. Darf ich Ihnen helfen? Dankeschön. Oh, ich bin bestohlen worden. Verzeihung. Das ist doch... Komm nicht immer durch diese Tür, du dämlicher Trampel.
Das gehört mir. Los, raus mit dem Pflaster. Das habe ich an der Tür bekommen. Ich werde dir helfen. Trinkgelder für Türen gehören mir. Das ist eine große Gemeinheit, mir das Geld wegzunehmen. Ich habe es bekommen, weil ich da drüben die Tür aufgemacht habe. Und du hast es nicht bekommen, weil du ganz woanders gestanden hast. Aber das werde ich noch mal dem Herrn Chef persönlich sagen. Das ist wirklich ganz gemein, was ich immer mache. Mein schönes Geld da drin. Herr Wachtmeister, der hat mein ganzes Geld da reingeschmissen. Du ersetzt ihm den Schaden. Los, gib ihm das Geld zurück. Oder soll ich dir vielleicht helfen? Also gut. Da. Lass dich ja nicht mehr schnappen. Bäh. Hast du gepfiffen? Ich? Nein, der war's. Der Pfeifenkopf? So. So. Du bist schuld, dass ich jetzt ohne Pfeife dastehe. Au! Ah! Ah, ah, ah. Hinten! Oh, das ist ja der große Filmstar Gene Harlow. Ich begrüße Sie, Miss Harlow. Darf ich mir erlauben, Sie zu begleiten? Sie sind ein wahrer Gentleman. Schließ die Tür. Hallo! Hallo! Miss Harlow! Olli, guck mal! Oh!
Das ist doch... Ja, was, rasch. Los, dein Frack. Gib deinen Frack her. Na los, mach schon. Also ich verbitte mir das. Finger weg. Nun lass das doch sein. Also das ist doch jetzt wirklich... Oh, Madam, ich bin zutiefst bestürzt. Dieser Kerl... Wie läufst du denn hier rum? Zieh dich an. Ich will sofort meinen Frack wiederhaben. Du hast ihn verschenkt. Au. 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 Was sehe ich? Au. Das ist zu viel. Raus. Au. Mein Herr, es tut mir aufrichtig leid. So behandeln Sie Ihre Gäste. Da. Was haben Sie denn für eine Kinderstube? Sie haben's nötig. Oh, oh, oh. Sie? Oh, oh. Sie sind schuld, dass der Prinz gestürzt ist. Sie haben ja eine Meise. Entschuldigen Sie. Also, Sie ist... Oh! 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 Ist... Oh, oh. Sie, Minneken, das war mein Auge. Seine königliche Hoheit, Prinz Emil August Römisch II, ein entschiedener Salatgegner. Aus Überzeugung. Königliche Hoheit, ich bin bestürzt. Schluss! Ich gehe. Werde noch an mich denken. Beantrage Todesstrafe. Sollen baumeln. Und damit endete der Traum unserer beiden Freunde.